Dann machen wir weiter mit Daniel. Und Daniel ist 26. Guten Morgen, Daniel. Ja, hi Jürgen. Ja, dich verstehe ich schon erheblich besser, Daniel. Hi. Das freut mich. Hi. Daniel, weswegen rufst du an? Es geht um ein Erlebnis, das ich im Ruhrgebiet hatte am 24.07.2010 in Duisburg. Vor sechs Jahren. Ja, genau. Es geht um die Love Parade. Ah, ja. Genau. Und zwar, wir sind damals zu siebt losgefahren und leider nur mit sechs Leuten heimgekehrt. Und zwar, ein Kumpel ist da leider umgekommen. Wollte ich mit drüber reden. Hast du das gesehen, wie er umgekommen ist? Ja, nicht ganz wie er umgekommen ist. Wir sind da halt reingekommen in diesen Pulk. Mhm. Waren dann halt getrennt voneinander und die Gruppe war völlig auseinandergerissen. Und er war der Erste, den ich wiedergesehen habe, nachdem sich dieser Haufen, sag ich mal, wieder ein bisschen gelichtet hatte. Mhm. So. Und dann? Und dann, ich habe ihn halt als Erstes gesehen, an seinem knallgrünen T-Shirt konnte ich es erkennen, habe ihn rausgezogen, war reanimationspflichtig, hat... Er lag. Ja, die lagen in diesem Haufen da, wo Ach so. Mhm. die ganzen Menschenmengen da aufeinander waren. Ich war von den anderen getrennt, von unserer Gruppe. Also, und er war halt der Erste, den wir... Sind die anderen über ihn rübergetrampelt? Nicht getrampelt, ich würde eher sagen gefallen. Also das ist, getrampelt würde ich nicht sagen gefallen. Das war also so eine wabernde Menschenmenge. Mhm. Und ich konnte es halt auch, weil ich halt 2 Meter groß bin und stattliche Statur, konnte ich mich halt auf den Arm halten oder auf den Beinen halten, mhm. Das gesagt. Wie viele Menschen, damit man sich das so vorstellen kann, lagen denn da übereinander, aufeinander? Oh, mehrere, das kann man ganz schlecht schätzen. Ich habe nachgelesen, nach den ganzen Gutachten und so müssen ungefähr 10 bis 12 Menschen auf einem Quadratmeter gestanden haben oder sich befanden haben. Und dein Freund, wie tief lag der von unten nach unten gesehen? Ziemlich, ziemlich tief unten. Das heißt, er hat ein erhebliches Gewicht aushalten müssen von denen, die über ihm lagen oder über ihn hinweggegangen sind. Genau, richtig. Du hast ihn rausgezogen dann? Genau, ich habe ihn rausgezogen. Und in welchem Zustand war er da? Nicht mehr ansprechbar, bewusstlos und ja. Und was dann habe ich ihn halt rausgezogen mit 2, 3 anderen Helfern, die alle halt in dem Schock des Momentes. Ja, da war ja Chaos, ne? Pures Chaos war da. Und haben ihn halt rausgezogen, haben ihn auf Seite gezogen und da ich so ein bisschen helfertechnisch veranlagt bin in der Feuerwehr und alles, haben wir ihn halt probiert zu reanimieren und so. Und dann kamen auch die ersten ehrenamtlichen Helfer an, haben ihn dann sofort abgenommen, sag ich mal, und haben ihn dann ins Krankenhaus gebracht und dann ging für uns die Odyssee weiter. Dann ging für euch die Odyssee weiter, was heißt das? Ja, genau. Erstmal musste man sich alle wiederfinden. Wir kamen aus Norddeutschland und wussten halt nicht, wo wir waren, außer dass wir in Duisburg waren. Mhm. Sind halt vom Bahnhof dahin eskortiert worden. Das waren alles abgesperrte Straßen. Wir wussten nicht, wo wir sind. Wir wussten, dass wir zum Festivalgelände wollten. Und aber ihr Freunde, die anderen 6 Freunde, ihr habt euch dann gefunden in dem ganzen Gewusel. Ja, später habe ich immer einen zur Zeit gefunden, habe gesagt, ihr wartet da an dieser Ecke da, wartet ihr auf mich, ich gucke weiter und habe mich dann halt da wieder reingetraut und so, jetzt aber erzähl mal weiter, was mit dem schwer verletzten Freund dann passiert ist, weiter genau, im Krankenhaus. Der ist halt vom Krankenwagen oder vom Rettungsdienst übernommen worden, ist halt weiter transportiert worden in ein Klinikum, das haben wir halt alles nur später erfahren und der ist halt in der Nacht leider verstorben, als wir schon wieder auf der Rückreise waren oder als wir abgeholt wurden, dass wir da endlich rauskamen. Er ist gar nicht mehr zu sich gekommen? Nein, richtig. Wie nah warst du mit diesem Mann befreundet? So ein guter Kumpel, würde ich sagen. Mhm. Ja. Wie dramatisch, als ihr dann am nächsten Morgen das gehört habt, dass der Freund tot ist, am nächsten Tag? Ja, es war halt in der Nacht noch, ne? Wir waren halt auf der Heimreise und dann hat sich über mehrere Ecken ergeben, dass er leider verstorben war. Haben wir es dann noch im Auto erfahren auf der Rückreise und dann war natürlich die Stimmung am Boden zerstört. Mhm. Und ihr seid dann alle mit einem Auto zurückgefahren? Ja, wir wurden dann halt von diesem Festivalgelände aus diesem Tunnel an der Karl-Lehr-Straße raus eskortiert, rausgeschickt. Da kamen die ersten Kamerateams auf uns zu, haben uns interviewt und was da drin passiert wäre und völlig unhuman, haben Fragen gestellt, was denn da drin los wäre, völlig sensationsgeil und ist natürlich verständlich, aber in der Situation halt ja, für uns für einen Betroffenen unfassbar. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und ganz schlimm. Von euch konnte dann noch einer Auto fahren nach dem Schock? Nein, wir waren ja alle in Feierlaune, wir sind aufgebrochen, haben natürlich auch
das eine oder andere Bierchen getrunken und sind halt in Feierlaune dahin gefahren mit dem Zug. Ach so, ja, weil du gerade sagst, ihr seid mit dem Auto zurückgefahren. Genau, wir wurden dann abgeholt. Wir sind dann von den Polizisten, die teilweise auch nicht aus dem Ort kamen oder aus der Stadt kamen, wurden wir dann raus eskortiert. Ja, wo sollen wir jetzt hingehen? Ja, wissen wir auch nicht. Gehen Sie mal weiter. Der Bahnhof ist zu. Wir waren halt gestrandet in Duisburg, sag ich mal. Mhm. Und dann sind wir halt bei einer Frau auf dem Vorgartenbeet zusammengesackt, als wir die Clique wieder zusammen hatten. Und sind dann da halt reingebeten worden. Die hat uns dann mit dem Notdürftigsten versorgt, mit Wasser, Getränken. Mhm. Hat uns dann erstmal ihre Hilfe angeboten. Mhm. So. Und dann konnten wir erstmal alles Weitere in die Wege leiten. Ja. Wo wir noch gar nicht wussten, was mit unserem Kumpel passiert ist. So, wo ist ja in den letzten Jahren unendlich viel darüber berichtet worden. Es gab Gutachten, es gab einen Gerichtsprozess. Wie siehst du das, wie das Ganze jetzt aufgeklärt wurde? Soll ich ehrlich sein? Naja, deswegen unterhalten wir beide uns. Das ist erbärmlich. Warum, was kritisierst du daran? Also jeder, der ein Parkticket kriegt, das wird strenger verfolgt als die ganze Sache, die da gelaufen ist. Mhm. Und das will ich jetzt mal ganz ohne Wertung meinen. Und wir waren halt alle verletzt, waren halt gezeichnet. Wir haben Sachen erlebt, 21 Tote, über 300, 400 Verletzte. Und wir waren halt mittendrin. Wer ist denn für dich der Hauptschuldige? Das kann man gar nicht ganz genau festmachen. Da haben viele, sag ich mal, schlechte Zahnräder ineinander gegriffen, was nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann die ganze kriminelle Aufarbeitung, ob es jetzt über die Veranstalter ging, über die Stadt ging, über die Polizei ging, das ist halt alles. Was meinst du mit krimineller Aufarbeitung? Was meinst du mit krimineller Aufbereitung? Ja, also kriminologische, also die. Ach so, die, in dem Sinne meinst du das? Ich verstehe schon. Ja, ja. Also du meinst nicht, dass da irgendwas gemauschelt wurde? Oder? Das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht sagen, ob irgendwas gemauschelt wurde oder nicht. Aber ist halt, man hört es halt, dass es halt nicht aufgearbeitet wurde. Was wäre halt denn? Ja. Ja. Was wäre denn für dich eine ordentliche der Sache angemessene Konsequenz gewesen aus der ganzen Sache? Die Sache kann man nicht konsequent irgendwie abgelten. Das ist halt einfach nur, es wäre halt einfach nur wichtig gewesen für uns Betroffene, dass man halt einen Schuldigen hat, der sagt, da ist was schiefgelaufen, der dazu zur Stellung nimmt und sagt, das ist schiefgelaufen, das war missgeplant, es war ja alles, ja, wir ziehen das ins Ruhrgebiet, wir machen das nach Duisburg, wir sind in Dortmund damals gewesen auf der Love Raid, da war alles super, da hat alles gut geklappt. Und da ist halt die Aufarbeitung jetzt, keiner will es gewesen sein, aber alle wollten die Veranstaltung nach Bochum ziehen. Also du glaubst, dass das ist schon eindeutig, da gibt es eindeutig Schuldige, aber das ist alles jetzt so verschwommen und so, dass nichts Gescheites dabei rumgekommen ist. Ja, genau, nichts Gescheites dabei rumgekommen ist. Dann wurde halt das Gutachten angezweifelt, weil der Gutachter für befangen gehalten wurde und zu nah an der Sache stand. Und das ist halt einfach eine Sache, die in meinen Augen halt sehr traurig ist. Und ich bin jetzt gerade nicht so ganz aktuell informiert. Ist die Sache komplett juristisch abgeschlossen oder gibt es noch? Komplett. Ja, genau. Komplett. Ja. Also strafrechtlich. Was zivilrechtlich ist, kann ich nicht sagen. Da gibt's ja muss jeder einzeln sehen, was da zivilrechtlich noch erreicht werden kann, aber ich denke, dass da nichts mehr über rumkommt. Hast du und oder deine Freunde, habt ihr auch aussagen müssen vor Gericht? Ja, wir sind im Krankenhaus gewesen, nachdem wir zurückgekommen sind in unserer Heimatstadt und haben uns erstmal untersuchen lassen, damit wir erstmal alles dokumentiert, was uns zugefügt wurde. Wir hatten teilweise keine Schuhe mehr, uns fehlten die Sachen, unsere Sachen waren zerrissen, gezeichnet von der ganzen Sache. Das sah ja aus, wie als wenn man aus dem Pütt kommen würde, sag ich mal. Mhm. Meine Frage war, habt ihr Aussagen müssen vor Gericht? Vor Gericht nicht, nein. Nein, das unsere, nicht. Unsere Aussagen wurden vor Gericht nicht gehört, nein. Jetzt sind ja einige Jahre vergangen, seitdem natürlich bei den Betroffenen ist das wahrscheinlich noch sehr präsent. Wie präsent ist es bei dir? Ich bin mit der Sache zum Glück, sag ich mal, gut davongekommen durch viele Gespräche, durch die Zusammenhalt in der Gruppe. Wir haben uns viel unterhalten und wenn es halt Probleme gab, haben wir uns professionelle Hilfe gesucht und haben uns da halt auch viel gegenseitig gestützt, sag ich mal. Habt ihr noch Kontakt oder hast du noch Kontakt zu den Eltern des verstorbenen Freundes? In den ersten Jahren noch. Im Moment ist es ein bisschen eingeschlafen, aber man denkt halt immer noch dran. Ne? Am Jahrestag, wenn es jetzt dieses schlimme Ereignis jährt,
hat man halt immer noch diese Gedanken, oder wenn man halt in eine viele Menschenmenge reinkommt, dann ist halt immer so die ersten Gedanken, was kann passieren, dann hat er das Negativste erlebt, was passieren kann, und da hat man immer so einen Beigeschmack. Kannst du das überhaupt noch in große Menschenmengen hineingehen? Mit viel Gedankenpower und zu überlegen, wo sind die Notausgänge, wo kann ich flüchten, wo ist der nächste Ausweg und so. Mhm. Das ist dann geht immer, mhm. immer mit dabei. Das Gefühl. Ja, das glaube ich. Daniel, ich danke dir, dass du das nochmal erwähnt hast, dieses wirklich furchtbare Unglück, was hier in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Und wir gedenken an dieser Stelle nochmal an die Opfer und all die Menschen, die da wirklich traumatisiert und verletzt worden sind. Das ist nett, dass du das sagst. Vielen Dank. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Alles klar, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.